Diesmal heißt es also, Jens Lehmann ist die Nummer 1. Kahn muss nach vielen erfolgreichen Spielen auf die Bank. Maßlos enttäuscht war er, brauchte viel Zuspruch, um doch weiter für Deutschland zu spielen. Das klingt ein wenig nach Imagepflege. Außerdem hofft Kahn, ehrgeizig wie er ist, natürlich auf mehr als nur die Ersatzbank. Jens Lehmann muss nur etwas von seiner jetzigen Form verlieren, schon würden wieder Rufe nach Kahns Paraden laut werden. Sich selbst hat er schon geholfen. Die Nummer 1 in der Nationalelf hat er zwar verloren, an Ansehen bei den Fans aber deutlich gewonnen. Die Mannschaften. Jetzt gibt es erstmal für viele einen musikalischen Kulturschock hier. Besonders für die Bayern statt des Star Wars-Themas, also Hell's Bells von AC/DC. Die Atmosphäre ist einzigartig. Das hier ist der Gegenentwurf zu all den hochmodernen Stadien in Deutschland. Keine VIP-Logen, keine Business Seats mit Popo-Heizung, keine Austern-Buffets. Auch beide Mannschaften trennen ja Welten. Der Gesamtetat von St. Pauli, wir haben es gehört, gerade mal 3,6 Millionen. Damit kann man bei Bayern München einen Spieler bestenfalls finanzieren. Haben die hier nichts zu sagen. Auch für die Bayern-Spieler war das eben eine ganz neue Erfahrung. Knut Kircher, Wolfgang Walz und Thorsten Schiffner. Was hätten Sie gerade? Wir lauschen mal. Wir sehen rot heute. Jawohl. Dann dürfen Sie sagen, welche Seite bleibt so stehen. Sie bleiben so stehen. Haben Sie den Ball? Gutes Spiel, ne? Gutes Spiel. Gutes Spiel. Wir sehen die Kapitänsbinde bei Morena. Er ist italienischer Abstammung, deshalb auch. Tja, Oliver Kahn, der zur Nummer 2 degradierte Titan, hat uns am Montag alle auf den falschen Fuß erwischt. Da hat er sich, wie er sagte, ein bisschen geschüttelt am Wochenende und haut dann diese Pointe raus aus seiner Pressekonferenz. Oliver Kahn, der Edelmütige, eine Rolle, die wir von ihm noch gar nicht kannten. Wir dachten, wir hätten einen Helden verloren, jetzt haben wir einen Helden gewonnen für die Weltmeisterschaft. Ja, der Schuss kam von Felgenralle, wie er hier genannt wird, Ralf Gunesch. Ein Autonarr. Und deshalb muss er mit dem Spitznamen Felgenralle leben. Fabian Boll. Lutz, abseits, die Fahne ist oben. Schiedsrichterassistent Thorsten Schiffner. Olli Kahn, das ist nicht seine Stärke. In der Strafraumbeherrschung. Da hat er viel Luft nach oben. Ungestüm, mit angezogenen Knien geht er da rein gegen Pali Kucha. Und dann weiß er nicht, wo der Ball ist. Richtig gute Chance für den FC St. Pauli. Jetzt hat er. Nach dem Motto, ich beweise euch, dass ich auch den Strafraum beherrschen kann. Oliver Kahn. Der Ball sollte Lechner erreichen, aber Schweinsteiger war dran. Morena. Schulz. Masingu. Auf den ersten Pfosten. Technisch kann er alles. Nur kämpferisch zeigt er manchmal in der Regionalliga nicht viel. Schauen wir hin. Verlängert von Timo Schulz. Dann angenommen. Mit links und geschossen mit rechts. Und klasse gehalten von Kahn. Also der FC St. Pauli hat jetzt mehr richtige Strafraumsituationen als der FC Bayern. So, nach konzentriertem Bayern-Beginn wurde St. Pauli von Minute zu Minute besser. Und dann in der Phase kam das 1:0 durch Hargraves. Dieser Schuss, den Horrell Reed. St. Pauli marschiert wieder. Schulz. Schönes Ding und super Kahn-Parade. Der Kopfball kam von Felix Lutz. Flanke aus dem Halbfeld von Lechner. In diesem Fall von Schulz. Und dann schauen Sie, Lutz steigt da hoch und sensationell gehalten. Noch einmal, die Flanke von Schulz.
Das ist phänomenal. Er springt höher, der Lutz, als Lucio. Also, der FC St. Pauli erarbeitet sich seine Torchancen mit geradlinigem, klaren, einfachen Fußballspiel. Noch einmal, aus anderer Perspektive. Auf der Linie ist Kahn nach wie vor Titan. Gewarnt. St. Pauli ist was Besonderes. Ich kenne mich da aus, hat er gesagt. Jetzt muss Boll natürlich cool bleiben, weil Oliver Kahn ihn hier provoziert. Aber als Kommissar des 17. Hauptkommissariats hier Hamburg Roten Baum ist er dann doch so klug beraten, davon zu ziehen. Er fühlte sich hier unterdrückt, weggedrückt von Ismael. Fabian Boll. Wir schauen dann nochmal hin. Trikot halten, dann lässt er wieder los. Beide gehen hoch. Drückt drauf. Also, den Schiedsrichter möchte ich sehen, der da wirklich Elfmeter gibt. Also erst das Trikot zupfen und dann sich aufgelehnt. Hier sehen wir nochmal die Emotion zwischen Fabian Boll und Oliver Kahn. Hier bewegt sich was. Der Schuss kam von Lechner. Kein Problem für Oliver Kahn. Wir gehen jetzt hier in die letzte Viertelstunde. Also bin nach wie vor beeindruckt über das, was der FC St. Pauli hier leistet. Lechner. Lutz, die Riesenchance von Mägle. Noch einmal, wieder mal gewinnt Lutz ein Kopfballduell und er kriegt die Spitze nicht mehr dran und im Nachfassen Oliver Kahn. So allmählich, Bayern führt mit 2:0 und danach sah es lange nicht aus. Und da sehen wir, wie wichtig ihm das ist, Oliver Kahn. 0:2 und 2:3 zurückgelegen und am Ende 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Die den Titel schon geholt. Jetzt können sie den Titel verteidigen im letzten Jahr. Ich sehe Andreas Keckel dort unten. Ich glaube, bevor mir die Stimme hier ganz weggeht, gebe ich lieber ab nach unten und sag mal einfach das nächste Interview, bitteschön. In der 53. Minute und heute kann man fast sagen, Felix, Oliver Kahn hat das Spiel zu einem großen Teil mitgewonnen, ne? Ja, man kann sagen, dass er es heute gewonnen hat. Ja. Das war eine klasse Parade. Wie er den aus dem Eck gefischt hat, diesen Kopfball von Felix Lutz, das war sensationell. Und auch sonst hat er ja heute eine fehlerfreie Leistung gezeigt und souverän und alles gehalten, was aufs Tor kam.